Guten Tag. Zurück bei Hallo. Daisy. Und wir machen jetzt einfach weiter. Ich hab den Plan schon wieder vergessen. Das ist sehr gut. Scheiß mal auf Intro. Nee, wir gehen doch nochmal kurz nach Palota, weil Krischi ist, wie gesagt, gerade noch in Elektro. Und why not? Ja? Why not? Why not? Na, wir sind ja auf einem anderen Server, nicht dass ihr denkt hier, warte doch gerade. Naja, theoretisch war er vorgestern auf Palota. Ich hätte echt Lust, mal mit der 1911er zu schießen. Einfach nur zu hören, wie sie sich anhört, aber. Na, du musst schon bestimmt noch in den Genuss kommen. Munition ist mir zu schade. Nee, ich habe ja jetzt SKS mit 2 Ladestreifen und Munition und. Und Bajonett. Na, und. Buntglas hat wer? Hier, wegschmeißen? Buntglas. Und so aus wie Buntglas. Sag mal, will eigentlich demnächst irgendjemand vielleicht doch mal auf eine M4 dann wechseln? Nein. Ich hatte ja noch nie eine, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber ich bin auch nicht dieser, ich rotz alles um. Ich mag irgendwie lieber zielen. Aber damit ist es ja irgendwie in dem Spiel nicht so bei mir, komischerweise. Warum magst du die M4 nicht, Annika? Ich mag die schon, ich hatte die andauernd immer anfangs und. Zombie! Du meinst spawnen die hier einfach so oder was? Ja. Ey, das geht ja gar nicht. Ich hab ja gar keine ruhige Sekunde mehr. Nee, das ist schlimm. Ich muss sagen, hier diese Hochhäuser zum Looten ist das Schlimmste, was sie erfunden haben. Ja, da ist auch nichts drin, ey. Höchstens mal ein Pullover oder so eine Faxen. Ein paar Klamotzkis. Turing sieht man aber auch nicht, wenn man hier mal im Wald guckt. Achso, wir gehen zuerst in Tower. Dann überscopen wir erstmal alles. Ja. Gut, das ist gut. Vielleicht finden wir im Hangar noch ein paar Attachments. Wobei, ich glaube, für die SKS gibt's gar nichts mehr, ne? Na, das PU-Scope und das war's. Und das Bayonet, ja, das habe ich ja jetzt alles schon. Wo Tom schon wieder den ganzen Piss her hat, Alter. Welchen ganzen Piss? Alles grün, Tarnfarben, Long Range Scope. So, Annika kann ja mal gerne P drücken, um mal zu zeigen, wie viele Leute hier auf dem Server sind. Ich bin ja schon wieder ewig am Leben. Also, ich bin ja schon wieder. Voll, hier sind total die Clan-Leute drauf. Ja, ja, hab ich schon gesehen. 2 Clans sind drauf. Sogar eine Steffi ist mit drauf. Na komm, warte, die müssen wir als erstes töten. Ich möchte Steffi gern umbringen, ich bin die Frau. Ich möchte eine Frau umbringen. Bitchfight. Catfight! Ich dachte Bitchfight. Ich finde Catfight schön. Ja, Catwoman hier und so, ne? Mhm. Ja, freut ihr, vielleicht eine kleine Frage. Auf welche Fortsetzung im Kino freut ihr euch? Ach Gott, da hast du den neuen Richter gefragt. The Purge freue ich mich eigentlich, weil der erste Teil wirklich sehr gut war. Wie heißt denn der neue, Annika? Erzähl doch mal mehr. Heißt der neue. Was geht's denn in The Purge? Für die Leute, die es nicht kennen. Kennst du übrigens auch nicht. In The Purge geht's darum, da gibt's die Kriminalitätsrate ist sozusagen im Jahr 2017 bei 0,1%, aufgrund, dass es einmal im Jahr einen Tag gibt, der heißt The Purge, auf Deutsch die Säuberung. Ach der. Da kann man machen und tun, was man möchte. Und wenn man 5000 Millionen Leute abknallen möchte, darf man das machen, ohne dass man für belangt wird. Da gibt's halt extra so eine Zeiten vorgeschrieben, halt von abends bis morgen früh oder so. Und in der Zeit darfst du machen, was du willst. Und natürlich spielt es wieder im Good Old America. America. Aber der war wirklich gut gemacht. Da spielt auch die eine Schauspielerin mit, die bei Game of Thrones mitspielt. Die nämlich, die da und so spielt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ojemine. Aber auf jeden Fall. Ja, genau die. Aber, ja, ich weiß. Aber die mit den Haaren und den. Die mit den Haaren, genau. Und die Frau und so. Nee, der ist aber wirklich gut gewesen. Ich hatte da Karten für gewonnen und deswegen habe ich den geguckt. Und. War sehr überrascht, muss ich sagen. Und da freue ich mich so ein bisschen auf die Fortsetzung. Und kann meine Waffe nicht ziehen. Und Tom? Fortsetzungen, oh Gott. Da kommen ja dieses Jahr noch Titanic. Da gibt's schon einen zweiten Teil. Ich will es raus. Was gibt's denn? Na, wie sieht's zum Beispiel aus mit Transformers oder so? Ach, das ist ja der letzte Dreck. Naja, also bei Transformers, das ist halt so ein Ding, das ist halt wirklich nur zum Angucken, also weil die Szenen halt geil sind und denkst dir, boah, sieht krass aus und so, aber der Rest ist wirklich voll für den Arsch. Ich bin sowieso schon angepisst, dass die olle Megan Fox April bei den Ninja Turtles spielt. Was hat die da zu suchen? Die hat nicht mal rote Haare, also ganz im Ernst. Stimmt allerdings, die passt halt Michael Bay macht halt den Ninja Turtles Film und erst schmeißt er sie raus bei Transformers und bei den Ninja Turtles macht er sie wieder rein. Also, nee. Mm.
da du ja, ich treib mich ja öfters auf der Seite namens Nein Gag rum. Und da oben läuft Tom. Und da haben sich wohl, also ich finde irgendwie, da ist das eine Seite, wo man einfach nur drüber lachen soll. Aber gerade durch diese Seite kriegst du so aktuelle Themen mit, die so die ganzen Amis interessieren, weißt du? Mhm. Und da machen ganz viele Fans halt von dieser Ninja Turtle Serie, beschweren sich über die, über das Aussehen der Turtles in der Verfilmung jetzt. Okay, warum? Da haben sie zum Beispiel drei Versionen gemacht. Da haben sie eine Klassik-Version, also hat einer so ein Bild genommen, ein Standbild von dem aktuellen Teil. Mhm. Eine Klassik-Version, eine Fanart-Version, wie ein Fan sich das vorstellt, und halt die Version, wie das im Film ist. Mhm. Und man kennt es ja von diesen alten Versionen, da haben die ja übelst so diese ausgeprägte Nase und ja. Sehen so sehr, sehr dreckig Wangenversion, also so richtig vorstehend. Ja. Und in dem neuen haben die, das ist das wie der Mund eigentlich total eingefallen und glatt. Mhm. Das ist eigentlich mehr menschlich, als dass sie dieses alte Schildkrötenaussehen haben. Mhm. Das finden die Fans halt scheiße. Okay. Ja. Dann regen die sich alle halt tierisch auf. Nee, also ich freue mich zum Beispiel, was dieses Jahr aber nicht kommen wird, immer noch auf, warte ich sehnsüchtig auf Jurassic Park 4. Mega geil. Ist mal voll abgeschrieben. Mega geil. Okay. Liebe Jurassic Park. Best Wer Film geht denn in den Tower? Soll mich da hinwagen, oder? Jojo, was kommen denn noch für Fortsetzungen? Du meintest, dass so viele Fortsetzungen. Boah, dieses Jahr ist das Jahr der Fortsetzung. Ich habe jetzt aber leider nicht so viel. Also, ich glaube, es kam noch, also wie gesagt, Transformers, dann kam The Purge, dann hier irgendwas mit Marvel DC kam da irgendwas nach. War das nicht Avengers oder so, was nochmal kommt? Nicht DC. Nee, aber ja. Da kommt auch, glaube ich, nochmal ein Fortsetzung. Dann kommt hier, ich glaube, na, wie heißt das hier, wo die ganzen Promis mitspielen? Hier Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Expendables. The Expendables kommt, glaube ich, noch, ne? Mhm. Und all so eine Späße. Also ein Haufen Fortsetzungen eigentlich. Jetzt natürlich nicht recherchiert habe. Das ist ja gut. Einfach nur mal, um was in den Ether zu werfen, wie ihr gerne sagt. Wird übrigens Ether, nicht Ether. Ether. Ether? Wie Mikai Ether? So, ich sprinte jetzt drin, oder was? Mhm. Und ich werde jetzt von dir covered, so wie in so einem schlechten Actionfilm, wo dann links einer auftaucht und der direkt einen Kopfschuss kriegt. Na, mal gucken. Du bist auf jeden Fall der mit dem Headshot dann. So, ich bin drinne. Ja. Annika, wo bist du? Auf jeden Fall ein Zombie unten. Links davon und guck die andere Seite des Airfields ab. Also Richtung Laufbahnende. Ja, na da, wo wir die beiden Typen beschossen haben. Okay. Wenn dir fein tun, kannst du genau in die andere Richtung scopen. Okay, mach ich. Ich denke mal, hier wird keiner sein, aber ich gucke nochmal alles durch. So, also ich laufe jetzt Richtung Tscherno. Hey. Oh Mensch, da bist du ja gleich da. Dichte Pistole? Was für eine? 1911er? Schöner Rucksack wäre jetzt halt nur noch was Feines. Dann hätte ich erstmal so grundmäßig. Was ist so ein schöner Rucksack? Tower ist frei. Ja, schön ist er, da hast du recht. Er sieht flott aus. Okay, ich wechsle mal meine Stellung. Hier ist noch eine grüne Weste, die werde ich mal nehmen. Da ist sogar eine Hut drin. Das sieht aus, als wenn ich die mal abgeworfen hätte. Eine was ist da drin? Eine Hut. Ein Hut, hier ein Barett war da drin. Ach, stimmt. Ja. Eine Hut. Eine in the Hut. Ja, das ist ein aufmerksames Barett. Den habe ich nicht verstanden. Ja, weil er auf der Hut ist. Oh. Ich wollte es auch mal versuchen. Du bist kläglich gescheitert. Ach komm, ich hab im Hintergrund die Lächter gehört. Ganz leise aber nur. Ja, ja. Und ich habe schon wieder... ihr macht dazu. Das ist sogar, er macht das nach und macht das danach dann aber nochmal aus dem Flex. Ich hab schon wieder... ihr macht... Ich liebe das, Mann. Da unten Shit rum. Liegt ein großer Rucksack? Wer wollte nicht irgendjemand ein? Nee.
Wir waren gerade mit Rucksack, hat nicht Annika irgendwas mit Rucksack erzählt? Steffen hat gerade erzählt, dass ich einen Rucksack bräuchte. Ach, Chris, warte. Wollte gerade sagen, warum sollte Annika einen Rucksack brauchen? Aber eigentlich ging es ja um Hüte. Um eine Hüte. Aufmerksamkeitshüte. Ja, ja. Oh Mann, Steffen, ey. Manchmal würde gerne in deinen Kopf gucken, ey. Das, ich auch, ja. Aber das verhindert meinen Kopf immer. Steffen, wo bist du jetzt? Tower, Dach. Ja. Chestholder? Guck mich, wie gesagt, mal ein bisschen um. Warum Dach vielleicht nicht ganz so klug ist, aber naja. Alter, erschreck mich doch nicht so, Annika. Kein gut, ne? Wird irgendwie. Schaut erstmal ruhig aus hier. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich sehe keinen. Ich bin schon am nördlichen Ende des Rollfeldes. Ich suche mir eine neue Position und ich stehe vorm Tower. Komm jetzt wieder runter. Wenn jetzt nicht einer noch die schwarze Weste haben will, die ich jetzt hier abgeworfen hat, dann ist der jetzt auch nicht mehr groß. Die 19-11er wäre auch keiner, oder? Annika, hast du da noch Bedarf? Nee, danke. Ansonsten sind hier nur noch Hüte und Pisse. Vor allem die ganze Zeit finde ich diese 19-11er nicht und auf immer liegt sie jetzt einfach überall. Magazin habe ich auch noch nicht gefunden dazu. Hat dein Auge juckt? Mhm. Nimm's raus. Ich wollte es auch gerade sagen. Ist nur so unpraktisch, wenn man eine Brille davor hat, da kann man das nicht so gut jucken. Jucken? Jucken. Brillenglas kratzen, manchmal klappt's. Aha. Versuche ich gleich mal. Kommst du, Steffen? Kannst du mir mal die Hose hier ganz, bist du hier? Ja, ich kann dir eine Hose anziehen. Mach mal die Hose hier ganz, die will ich anziehen. Die passt besser als die Summer Hunter. Okay. Mal. Schauen wir uns mal an. Oh, die passt besser. Wunderbar. Sehr schön, danke dir. Kein Problem. Ja, ich jetzt aus. Hangar oder was? Wo bist du nochmal, Tom? Am nördlichen Ende? Ich bin am nördlichen Ende, ja. Seh euch. Gehen wir mal in die Hangar rein, mal gucken, was hier so rumfleucht. Jo, ich nehm den nächsten. Wracken sind übrigens offen. Das hab ich auch schon gesehen. Ja, da drum. Alter, ich nehm vier im Hangar, Alter. 1911er, eine leere Wasserflasche und ein verkrümmtes Magazin. Mhm. Wie gesagt, hier liegt eine M4 im Hangar. Unglaublich. Der PU-Scope ging ja nicht an die M4, ne? Oder? Geht das auch dran? Nee. Nee. Keine Ahnung. Und war nicht, Annika? Na, nur da hinten die leere Wasserflasche, das verkrümmte Magazin und die 1911er. Was, verkrümmte Magazin? Ja, das ist krumm. Verchromte. Krumm! Ach, krumm. Krumm wie eine Banane. Ach, das ist hier für die. Ah, okay, das, so sieht das aus für die Sportler. Okay, wie sieht Bescheid? So, haben wir eine Polizeistation oder was? Jo, bin ich gerade schon unten. Bist du schon reingerusht? Reingerusht, ja. Brauchst du hier Verbandszeug? Nee, ich hab schon einen Verbandskasten hier, alles voll mit allem möglichen Shit. Irgendwie jemand anderes? Nein, danke. Chris? Mach mal die Tür zu, ja? Ja. Ich geb mich auch ein bisschen sicherer. Ich hab eigentlich auch alle da. Okay. Was? Oh Gott, Alter. Zombie, nicht dein Ernst, mein Herz. Was, in dem Raum? Boah, aber guck mal, wie er da steht, ey, das ist ja... Oh. Geh mal oben absichern hier. Immer diese miesen Schlawiner. Ja. Kurze Pause. Komm erstmal an. Ja.
immer mit der Quiet. Hallo? Oh, Server down. Nee, ernsthaft. Richtig gut, ohne Witz. Was sagt mir Zeit? Ja, was Zeit hat sagt 15 Minuten. Ja, das können wir so noch nicht stehen lassen. Warte mal, das war der Panzer aber, United Crew Server, ne? Verlasst mal den Server noch nicht? Ihr seid ja noch drauf, ne? Ich hab mir jetzt verlassen. Ich join wieder drin. Der Panzu, ne? Warst ja. Du warst auf einem anderen. Ich bin am Looten. Ja, stimmt. Du gehst wieder rein? Tom? Ich geh grad wieder rein. Scheiße, Verbindungsvorgang ist gescheitert. Ja, warte mal. Weil, wie hast du das jetzt hingekriegt, da wieder raufzukommen? Auf dem Server, wo du vorher warst? Na, warte einfach mal. Wieder raufgeklickt. Okay, bin wieder drauf. Wie wieder raufgeklickt? Wenn ich ins Zings gehe, bin ich wieder in dem Tabak im Internet? Ich hab grad Slenderman bei mir. Guck mal, wir sind doch wieder drauf und dann kommt. Ja, aber ich frage mich, ich bin im Hangar, Alter. Ja, hallo. Na, Steffen? Oh Gott, Slenderman! Oh. Ja, hatte ich auch grad. Tot. Ist das der erste oder der zweite Hangar? Weiß ich nicht. Ich muss grad mal. Loot refresh. Fresh. Oh. Hiding. Aber Annika, hast du eigentlich Slender die Arrival mal gezockt? Nee. Zombie. Nee. Das könnte man mal tun. Okay. Oh, super, jetzt blutig. Oder? Ja, könnte man mal tun. Nee, ist wirklich weit positiv von überrascht. Das hatten wir ja letztes Mal so spontan gezockt. Wenn wir nicht so viele Leute gewesen wären, hätten wir das ja auch mal aufgenommen. Aber wir waren zu viele Leute. Eigentlich ziemlich geil. Also das ist, ja. Eigentlich ziemlich geil. Eigentlich ziemlich geil. Aber Slender, ich glaube, habt ihr das schon mal gesehen? The Arrival. Ich glaube schon. Das ist das vollwertige Spiel sozusagen. Ja, aber ich überleg gerade. So, das habe ich schon gesehen, ihr habt. Das Vollwertige. Das Bärtige, Vollwertige. Ach, Steffen. Ja, ich habe. Meine Reime sind wesentlich besser als Patty seine, muss ich doch mal zugeben. Deine Reime sind wesentlich besser als Patty seine. Ja, siehst du? Gucke. Schon unbewusst bin ich genial. Long Range Scope. Na, wie sieht's aus? Pristine? Nee, leider badly damaged. Na, dann. Alter, ja, lauf doch weiter, du blöde Figur. Warum? Badly damaged, warum? Kann man das nicht reparieren? Das wäre doch geil mit diesem. Das wäre cool, wenn man hier diese Im Sewing Kit. Nein, mit dem, na, wie heißt das? Moment, ich nehme dir den Long Range. Den Cleaning Kit oder so, oder irgendwie so ein Werkzeugdings hätte, wo man das dann ganz machen kann. Ja, generell so, wenn du mit dem Schraubendreher und dem Franzosen und dem Hammer oder wenn du mit dem Werkzeug, was du halt hast, auch irgendwie Sachen reparieren könntest, ja. Ja, das wird bestimmt alles noch kommen. Dann wird's ja nicht um so. Denke mal, vielleicht kriegst du sogar hin, mit dieser Zange dann den Zaun aufzuknippern, irgendwann. Ich knipper dir gleich mal ein paar, Alter. Dass du ja keine Stelle suchen musst, wo du durchkommst und so. Na, guck mal, ich. Was mach denn hier alle drinnen liegt, ist ja der Wahnsinn. Mal, hier wird jetzt keiner sein. Da trinke ich doch glatt eine Cola drauf. Trinkst du etwa aus Frechheit gerade was? Oh ja, ein Magazin. 1911er? Nee, was ist denn das? CR75 Magazin habe ich gefunden. Okay. Also wenn die jetzt jemand hat, die würde ich gerne nehmen. Gibt das aber nicht. Gibt da das Pistol Flashlight eigentlich auch ran? Siehst du den da? Vorsicht. Über die Straße. Das ist eigentlich nicht mehr, Annika, aber guck ruhig. Ja, mach ich auch. Oh, hab ich Glück? Na, scheiße, die haben Fieber, liegt hier oben. Na, jetzt nimm das doch. Annika, willst du ein bisschen mit der Amphibie rumschießen? Nee, danke. Dann lass es mein. Kugelschreiber, mein. Alter, was ist hier für ein Moon rum? Hier. ACP, jo, die brauche ich. Wunderbar. Wo seid ihr gerade? Polizeistation. Feuerlöscher. Ich bin jetzt in Cerno gleich. Willst du auch erstmal was trinken? Na, Zombie. Ich bleib hier oben. Ich will mal was ausprobieren. Okay. Weg damit.
50 Schuss kannst du dafür stapeln. Ich habe jetzt mal einen Schuss drin gemacht, den ihr am Fieber, ja? Nimm die jetzt mal in die Hand. Schneller, Jungs, wir haben noch drei Baracken. So, der Part wäre dann übrigens vorbei. Schon wieder? Naja, die Parteien sind schon wieder. Wir haben ja jetzt gerade nur ihr wechselt in dem Sinne. Ja, ja, aber ich meine ja trotzdem. Na gut. Na dann. Werden wir im nächsten Part sehen, was sich hinter den drei Türen der Baracken verbirgt. Ja, zum ersten Mal in Baracken. Jo, haut drin, Leute, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ganz genau, wie geht. Daumen hoch, tschüss. Geh nicht. Ciao. Tonight, the creatures came.